Der berühmte Koch Horst Lichter ist im deutschen Fernsehen mittlerweile Kult. Den Anfang machte er als Fernsehkoch, doch besonders erfolgreich ist er in der Show Bares für Rares im ZDF. Für seine bekannteste Show, in der mit Antiquitäten gehandelt wird, steht er als Moderator vor der Kamera. Mit seinem Markenzeichen, der Brille und vor allem dem prägnanten Schnauzer hat er sich einige Fans gemacht. Mittlerweile ist Horst Lichter seit 15 Jahren im Fernsehgeschäft tätig. Jetzt wird das Leben des beliebten Moderators verfilmt. Grundlage für den Streifen wird sein Buch »Keine Zeit für Arschlöcher« aus dem Jahr 2016 sein. In dem vom ZDF gedrehten Film »Horst Lichter – Keine Zeit für Arschlöcher« wird es aber nicht um den Job des Fernsehkochs gehen, sondern um ein anderes, sehr wichtiges Kapitel in seinem Leben. Es soll ein Drama werden, in dem es vor allem um die Krebsdiagnose von Lichters Mutter Margret geht. Horst Lichter und seine Frau Nada reisen daraufhin in Horst Lichters Heimat, um seine Mutter zu unterstützen. Es wird also ziemlich privat, den TV-Koch lernt man so noch einmal auf eine ganz andere Weise kennen. Der Streifen wird derzeit von Bavaria Fiction GmbH produziert. Seit Ende Juli wird nahe Köln gedreht. Die Dreharbeiten werden bis voraussichtlich Ende August stattfinden, gibt das ZDF bekannt. Auch die Besetzung ist schon bekannt. So wird Schauspieler Oliver Stukowski die Hauptrolle Horst Lichter spielen. Barbara Nüsse schlüpft in die Rolle der Mutter Margret. Und Chiara Schoras wird die Ehefrau von Horst Lichter spielen. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Edda Leesch und die Regie übernimmt Andreas Menk. Wann der Film erscheinen soll, ist bislang noch nicht bekannt. Horst Lichter führte ein bewegtes Leben bisher. Schlaganfall mit 26 Jahren, mit 28 Jahren der zweite, gefolgt von einem Herzinfarkt. Diese Vorkommnisse brachten ihn dazu, sein Leben zu verändern. Wo er heute steht, wissen wir. Lichter ist in dritter Ehe verheiratet, mit Nada Lichter, die ebenfalls im Film vorkommen wird. Aus vorherigen Beziehungen hat Lichter drei Kinder, ein viertes starb noch als Säugling. An Lebenserfahrung mangelt es dem beliebten TV-Gesicht nicht. Kein Wunder, dass er einige Erlebnisse in seinem Buch und jetzt in seinem Film verarbeitet. Wir sind gespannt, wann wir den autobiografischen Film über Horst Lichter zu sehen bekommen.